Wenn ich so eine schnelle Hilfe nicht erhalten hätte, dann wäre ein Gehirnschaden das Ergebnis gewesen. Es war gerade der 19. November und wir hatten an dem Tag unser Schiffreisen vom Clubhaus. Und ich habe den Empfangsbereich des Clubhauses betreten und da sah ich schon, dass was nicht in Ordnung ist, weil Günther lag im Eingangsbereich schon am Boden, umringt von Ines, Nicole, Tobias und Jan, die sich schon um Günther gekümmert haben. Ich kann mich erinnern, dass ich mit dem Fahrrad hierher gefahren bin. Ich weiß, dass ich mich hübsch angezogen habe, aber dann nichts mehr. Die Kollegen waren schon an der Telefonleitung mit der Notrufnummer verbunden und es wurde dann entschieden, die Reanimation zu starten. Ich hatte vor 2 Jahren mal einen Ersthelferkurs und da kam das dann stückchenweise wieder sehr schnell hoch, was man da gelernt hat. Bis 30 zählen, 2 Beatmungen, 30 Druckmassagen, wieder 2 Beatmungen. Und im Team zusammen haben wir uns dann um Günther weiter gekümmert, bis der Rettungswagen kam. Ich habe von den Ärzten und auch von meiner Lebenspartnerin, die auch dann am nächsten Tag da war, erfahren, dass man mir einen Stent gesetzt hat und ich Kammerflimmern hatte, also einen Herzinfarkt. Wenn ich allein bin, dann gibt es Situationen, wo ich schwimme, zum Beispiel jetzt in der Ostsee. Und dann fällt mir ein, welches Glück ich hatte, dass man mir noch ein Leben geschenkt hat. Das war ein tolles Gefühl, dass wir wussten, wir konnten Günther so weit helfen, dass er es geschafft hat. Das Tolle ist, dass ich wirklich all das, was ich vorher an Sport gemacht habe, auch jetzt machen kann. Also sehr viel Walking. Schwimmen, auch mal beim Schwimmen tauchen, wo ich langsam wieder mit anfange. Und jetzt können wir auch wieder mit Günther zusammen segeln gehen. Ne? Günther hat schon die erste Segeltour hinter sich dieses Jahr und seine ersten Urlaube und ist jetzt wieder fit zum Segeln.